Wir sehen Menschen ohne Heimat, ohne jegliche Sicherheit, irgendwo im Land herumtorkeln. Sie suchen Geborgenheit, sie suchen ein Zuhause. Alles, was sie das Ihre nannten, ist zerstört. Ergibt keinen Sinn mehr. Das ist die Voraussetzung, liebe Schwestern und Brüder, um unsere Lesung zu verstehen, die wir heute gehört haben. Solche umherziehenden Menschen. Denn plötzlich tut sich vor diesen Menschen etwas auf. Eine befestigte Stadt, die Geborgenheit verspricht, Heimat, Schutz, ein Zuhause. Wir haben eine befestigte Stadt. Zu unserem Schutz baute der Herr Mauern und Wälle. Im neuesten Jesaja-Kommentar fand ich den Hinweis eines Exegeten, dass es so ähnlich sei, dieses Verständnis dieses Liedes, von dem der Prophet Jesaja spricht, so ähnlich sei wie der Arche Noah. Auch Noah wird in die Arche geschickt, weil er dort Schutz findet, Geborgenheit, Sicherheit. Und dieser Schutz kommt von Gott selber. Gott gewährt diesen Schutz, diese Sicherheit, dieses Zuhause. Was ich bei dem Exegeten dann nicht mehr fand, aber wenn man die Väter etwas kennt, so weiß man, dass das Bild der befestigten Stadt, der Arche Noah, immer ein Bild für die Kirche ist. Gott selber schenkt den Menschen in allen Generationen. Gott selber schenkt uns die Kirche als eine befestigte Stadt, als eine Arche, zu unserem Schutz, als unsere Heimat. Aber es ist kein Ghetto, das Gott uns schenkt. Ein Ghetto, das sich abschließt. Es heißt, öffnet die Tore, damit ein gerechtes Volk durch sie einzieht. Ein Volk, das dem Herrn die Treue bewahrt. Sein Sinn ist fest und du schenkst ihm Ruhe und Frieden, denn es verlässt sich auf dich. Gerade an einem solchen Tag wie heute, wenn wir um geistliche Berufungen beten, gerade an einem solchen Tag, an dem wir einen der größten Missionare der Christenheit feiern, Franz Xaver, können wir die Frage stellen, ob wir überhaupt noch einen rechten Begriff von Kirche haben. Was uns um die Ohren geschlagen wird oder was wir zu lesen bekommen, sind soziologische Umschreibungen, sind Organisationsformen. Das ist zu wenig, liebe Schwestern und Brüder. Wen soll man dazu einladen? Wozu macht sich ein Franz Xaver im 16. Jahrhundert bis an die letzte Ecke einer bekannten Welt auf? Und das ist ziemlich weit, bis nach Japan. Um Menschen für eine Organisationsform zu gewinnen? Um soziologischen Beschreibungen zu genügen? Nein, um sie in die Arche zu führen, weil sie nur dort gerettet werden können. Um sie in die befestigte Stadt zu bringen, die ihnen Sicherheit gewährt und Heimat schenkt. Ein Zuhause, das Gott selber bereitet. Ähnlich wie Jesus spricht von den Wohnungen, die er bereitet. Das ist gemeint. Und das müssen wir im Blick haben, wenn wir von Kirche sprechen. Diese Verkürzungen führen zu nichts. All diese soziologischen Beschreibungen, das ist, wie Jesus heute am Ende der Bergpredigt im Evangelium sagt, auf Sand gebaut. Und wir können es ja erleben. Es löst sich von heute auf morgen in nichts auf. Es ändert sich permanent. Darauf ist kein Verlass, deshalb bleiben die Menschen weg. Wir lassen sie draußen auf dem Feld ohne Heimat in der Steppe umherziehen, auf der Suche nach einer befestigten Stadt. Wir sind selber dabei, die Mauern dieser Kirche zu schleifen oder Löcher in die Arche zu bohren, damit sie auch nur ja untergeht. Gottlob, gibt es das Versprechen Gottes, gibt es seinen Advent, dass wenn man in diese Stadt kommt, wenn man die Arche betritt, Ruhe und Sicherheit findet. Weil man dort selber lernt, dem Herrn die Treue zu bewahren. Dazu gibt es die Kirche.
zu lernen, Gott die Treue zu halten. Das haben auch wir in diesem Advent neu zu lernen und immer neu zu leben, damit wir zu Recht einladend sein können, nicht abgeschlossen, zutiefst, wie das auch verständlich ist, zum Teil zutiefst verunsichert über das, was Kirche denn meint, was man alles lesen kann. Diesen Skandal wieder und jener Bischof, das ist, gehört zur menschlichen Seite der Kirche, aber das ist nicht die Kirche. Die Kirche ist ein lebendiges Wesen. Man kann es nur noch einmal wiederholen. Dieses schöne Wort der Görres. Die Kirche ist ein lebendiges Wesen, das in den Tagen des Herrn wurzelt und lebendig ist bis zum Tag seiner Wiederkunft, das alles und alle umfasst. Wir können die Kirche nicht beschreiben, jetzt etwa, ich habe das heute Morgen an der Universität auch gesagt, wo alle vom Papst Franziskus sprechen. Papst Franziskus ist auch nicht die Kirche. Und das ist schön, wenn so viele vom Papst begeistert sind, aber das ist auch nicht alles. Dann kommt der nächste Papst, der ist dann weniger begeisternd und dann sind wir immer noch Kirche. Das ist doch schön. Und es ist gut so. Wir sind keine Papstgläubigen. Das muss man vielleicht heute auch nochmal betonen. Und das ist gar nichts gegen Papst Franziskus. Aber Kirche zu sein, bedeutet sich nicht auf den Papst zu verlassen. Der gehört dazu, natürlich. Ist der Nachfolger Petri. Die feste Stadt, die Arche, die Gott uns selber baut, damit wir gesichert sind, damit wir Ruhe und Frieden finden, weil wir uns auf sein Wort verlassen. Weil wir uns auf sein Wort gründen. Sein Wort, das Wort Christi, das die Kirche meint und will. Und das ist zugleich ihr Korrektiv. Immer neu die Treue zu lernen zu seinem Wort. Damit diese Stadt wirklich auf Fels gebaut ist. Damit sie eine Stadt auf dem Berg sein kann. Die alle einlädt und allen leuchtet. Die vom Advent Gottes spricht. Der uns heil macht und der uns zum Ziel führt.